Hallo, ich bin der Gabriel. Ich habe mit einem Freund zusammen, mit dem Christoph Titel, diesen riesengroßen ultraleicht 3D-Heli gebaut. Also ich weiß gar nicht, was ich groß erzählen soll. Zum Beispiel der Anfang vom Projekt kam eigentlich ziemlich spontan. Ich habe so einen TDSF gehabt lange Zeit und auch den Light-Heli vom Christoph und habe dann eben überlegt, ob man nicht das Ganze auch noch größer bauen könnte, weil es natürlich besser fliegt und ja, und auch generell, warum nicht? Es ist natürlich cool, so einen großen Heli zu bauen. Und vor allem mit dem Konzept, dass man einen Heckmotor hat und kein Heckgetriebe braucht, kann man auch problemlos das Ganze hochskalieren. Und das haben wir eben gemacht. Ich kann es auch gerne mal im Detail zeigen. Ist ja ganz interessant eigentlich. Zum Beispiel hier vorne hat man einfach so eine Art Klemmring. Und da muss man einfach nur drei Schrauben leicht festziehen oder eben lösen. Und dann wird das Heckrohr geklemmt oder nicht mehr geklemmt. Hier wird dann auch noch ein Stecker rauskommen, den man einfach ansteckt. Genauso ein Stecker für den Empfänger. Und mit dem kann man das Ganze ruckzuck anstecken und somit ist der Heli ruckzuck zerlegt. Genauso natürlich eine Schraube pro Rotorblatt, die man lösen muss. Und auch noch ein ganz cooles Feature bei den Kufen hier. Die Kufen kann man einfach abnehmen. Also es ist magnetisch gemacht, die kann man einfach hier abziehen. Man hat dann ein Magnet eingeschraubt und das Ganze wiegt ein paar Gramm. Das ist federleicht. Und das Ganze kann man einfach nehmen, reinmachen, kann man auch verdreht reinstecken und einfach nur drehen und dann klackt es automatisch fest. Also total simpel gemacht. Und somit passt der gesamte Riesenheli mit 4,70 Meter Rotordurchmesser und grob 4 Meter Länge perfekt los in etwas normalere Autos. Jetzt nicht in einen kleinen Wagen, aber man braucht keinen Transporter, um den Heli transportieren. Und ist erstaunlich praktikabel. So, erstmal technische Details. Rotordurchmesser, wie gesagt, 4,70 Meter. Länge mit Haube grob 4 Meter. Der Heli generell ist ein 2100er, das heißt 3x700. Bisschen größer, ehrlich gesagt sogar. Höhe grob 1 Meter. Schöne Größe. Ansonsten, was viele natürlich direkt fragen, was soll der Heli können, was wiegt er? Also es wird schon ein 3D-Heli, aber nicht für hartes 3D, sondern low RPM, langsam rumcruisen. Muss man schauen, wie es nachher fliegt und wie es einem gefällt. Aber generell ist er sehr, sehr leicht gebaut. Entspricht, würde ich jetzt mal sagen, einem 700er mit grob vielleicht 1,5 Kilo, 2 Kilo Gewicht, also sehr, super, super leicht. Der ganze Heli wiegt jetzt momentan ohne Akku ganz grob 10, 11 Kilo. Flugfertig bin ich wahrscheinlich zwischen 12 und 15, schätze ich mal. Aber wird sich noch zeigen, wie viel er wirklich wiegt. Weil ich mache das auch ganz individuell, weil da kommt ja noch ein Kupferlackdraht ins Heckrohr rein. Also das fehlt ist noch der Draht für den Heckmotor. Und wenn der dann drin ist, dann schaue ich, wie der Schwerpunkt passt. Mache so viel Gewicht in die Nase, bis er perfekt ist. Und den Akku löte ich dann selber aus Lithium-Ionen-Zellen. Da gibt es so kleine 18650er Rundzellen. Und den löte ich dann eben so, dass das Gewicht passt. Deshalb schauen wir einfach mal, was er wiegt. Aber er wird sehr, sehr leicht. Antriebstechnisch, Akku wird also 8-zellig. Größe steht noch nicht fest. Wahrscheinlich 12 bis 15.000 mA. Die Regler habe ich hier als Hauptregler für den Hauptantrieb verbaut, ein Hobbywing Platinum 150 Ampere V5. Der wird dann 8S betrieben, wie gesagt. Genauso direkt drunter, ein bisschen versteckt, ist der Heckregler. Das ist ein 80 Ampere Flycolor. Das ist nämlich ein BL Heli 32 Regler und einer der wenigen in der Größe, der überhaupt die Drehzahl umkehren kann, weil das Heck ist ja bidirektional, das heißt, es dreht die Drehrichtung um. Und somit kann man auch rückwärts fliegen, auch Kunstflug fliegen, selbst ohne mechanischen Heckmotor. Es wird spannend, ob es funktioniert. Es wird noch ein bisschen Arbeit natürlich, auch das Feintuning vom Regler und alles. Der Heckmotor, kommen wir gerade noch dazu, wenn wir schon beim Heck sind. Weiß noch, ob wir hinlaufen sollen. Aber der Heckmotor ist auch ein T-Motor Anti-Gravity. Ist eigentlich ein Motor für Multicopter. Also das ist ein 6007er mit 320 kV. Der Propeller ist im Eigenbau, genau genommen irgendwie 22,8 Zoll mal, weiß ich nicht mehr, 13 oder irgend sowas. Besonderheit, der wiegt nur 17 Gramm, ist also ultraleicht, kann ruckzuck beschleunigt werden, weil er halt keine eigene Masse hat eigentlich. Und es muss aber auch sein, weil er eben ruckzuck gestoppt werden muss und die Drehrichtung umkehrt. Und das sollte so ganz gut funktionieren, wird sich dann zeigen.
Genau, Hauptmotor ist auch ein T-Motor Anti-Gravity, aber der ist deutlich größer natürlich. Das ist ein 8017er und der hat eine KV von 120, für die das interessiert. Genau, Getriebe ist einstufig mit Riemengetriebe. Ein schöner, großer GT8-Riemen. Das ist brutal, wenn man den bekommt. Und ja, das staunt man erstmal, was es für verrückte Zahnriemen gibt. Und zur Fertigung, was man natürlich auch noch sagen muss, also ich habe ihn selber gebaut mit einem Freund zusammen, mit dem Christoph Zittel, habe ich ja schon erwähnt. Und wir haben die Rotorblätter zum Beispiel selber laminiert, aus Kohlefaser, genauso wie die Kabinenhaube und der Heckpropeller. Das Frame haben wir selber gefräst auf seiner Fräse, genauso auch die Uhrmodelle für die ganzen, für die Form, für die Hauptform und alles. Und einige Teile, also auch gerade Hauptzahnrad, Taumelscheibe und auch der Rotorkopf ist komplett so 3D gedruckt, aber genau genommen Laser gesintert. Deutlich stabiler als normaler FDM 3D-Druck und hochfest, relativ bezahlbar vom Preis. Und genau, da gibt es Unterschiede. Also einmal der Rotorkopf ist aus hochfestem CF-verstärktem Polyamid 11, also PA11. Und die anderen Teile sind meistens etwas günstiger hergestellt. Also ein bisschen unterschiedlich, aber gerade der Kufenhalter und das Hauptzahnrad sind zum Beispiel aus normalem Nylon, so mehr oder weniger. Und genau, so viel dazu. Das Frame ist aus Carbon, aber kein normales, sieht man vielleicht schon ein bisschen, sondern das nennt man Sandwich-Carbon. Das heißt, die Decklagen sind Carbon und der Kern ist aus Roazell, ein sehr harter Schaumstoff. Und da haben wir sogar noch ein CNC, Alu, also ein Alu-Frästeil hier, und zwar der Klemmring. Habe ich erst 3D gedruckt, war zu weich, jetzt aus Alu bestellt, kann man so bei Dienstleistern fertigen lassen. Und ja, wo es nur geht, Gewicht gespart, vieles aus Carbon. Auch eine Besonderheit, die Schrauben sind alle aus Aluminium oder Titan, je nachdem. Am Rotorkopf zum Beispiel nur Titanschrauben, also abgesehen von denen da oben. Aber die Blattschraube ist Titan, Blattlagerwellenschraube auch. Blattlagerwelle selber ist aus 7075 Alu, also hochfest, das braucht es auch. Genau, Servos sind dafür auch noch interessant. Sind Standard-Servos, ganz normale, aber HBL 380 von MKS. Die haben eine Stellkraft von 41 Kilo bei 0,08 Sekunden bei 8,4 Volt. Ist sehr stark, sehr gut, immer noch schnell und sollte auch ausreichen. Vieles eben sollte, und schauen wir mal, es ist nicht alles durchgerechnet, teilweise schon, wo es wichtig ist, aber wenn man ein bisschen Gefühl dafür hat, kann man erstaunlich viel auch als Nicht-Ingenieur so herstellen. Ich habe das alles nicht so vorbereiten können, weil es ein bisschen kurzfristig war, auch mit der Rotor und so, aber der Heli heißt Lizard 2100 UL, also UL steht für ultraleicht. Und mal schauen, vielleicht gibt es in der Zukunft auch einen ohne UL, also einen Lizard 2100, ein vollwertiger 3D-Heli in der gleichen Größe, aber der wäre sehr teuer und sehr schwierig herzustellen und da bräuchte man eigentlich fast einen Sponsor. Also wenn ihr zum Beispiel das mich unterstützen wollt und so ein Projekt super geil findet, könnt ihr sehr gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Das ist nämlich die Sache. Also entweder über Instagram oder ich werde jetzt auch einen YouTube-Kanal anfangen. Der heißt Crazy RC. Also einfach kleingeschrieben Crazy und RC groß. Ich hoffe, man findet es und es funktioniert. Ist aber noch nichts hochgeladen. Es kommt in Zukunft dann. Und ansonsten auf Facebook bin ich auch unter meinem Namen zu finden. Gabriel Kürner, für die es interessiert. Genau, und wenn irgendjemand noch mehr Fragen hat oder genaues wissen will zum Projekt oder Details, ich werde versuchen, vieles in zukünftigen Videos abzudecken. Oder man kann mir auch schreiben oder ja, gerne Kontakt aufnehmen. Genau, das ist der Plan. Wenn er funktioniert und bis dahin hoffentlich noch ganz bleibt, nichts passiert, dann wird er wahrscheinlich an der Rotor 2025 fliegen, wenn es passt und möglich ist. Genau.